schwer aufgeregt. Premiere ist immer aufgeregt, aber dann auch noch Berlin. Ich habe richtig gute Gefühle für den Film. Ich selber finde den auch richtig gut. Ich finde, Lavinia spielt das mega gut. Heute ist zu Hause, heute ist Berlin und jetzt bin ich doch furchtbar aufgeregt. Da habe ich schon gestaunt, wie offen und ehrlich und mutig und trotzdem mit sehr viel Humor sie das Ganze angeht. Hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein tolles Thema, das ist eine Frauengeschichte und mich interessiert sowas sehr und ich freue mich wahnsinnig heute auf das Publikum und auch auf den Film. Ich glaube, der Film ist was für Männer, weil Männer endlich mal die Komplexität von uns Frauen verstehen können. Und ich glaube, der ist auch für Frauen, für schlaue Frauen, weil er unglaublich lustig ist. Ich finde, man lernt, dass Frauen wirklich toll sind. Das ist schon so, wenn man das guckt, das ist einfach ein Film schon über eine Frau, die auch so ein bisschen neurotisch ist. Man lernt sie wirklich zu lieben in dem Film. Das ist sehr, sehr liebenswert und es ist sehr intelligent erzählt. Du bist die Frau, die ich mir immer gewünscht habe. Leben Sie. Das, was Sie gesehen haben heute Abend, beruht einzig und allein auf dem Werk von Charlotte Roche. In der Rolle des Georg Kiel, Herr Jürgen Vogel. Und in der Rolle der Elisabeth Kiel, Fräulein Lavinia Wilson. Lavinia Wilson ist absolut bezaubernd und Jürgen Vogel ebenfalls. Und er ist berührend, er ist lustig, er ist ganz großartig. Ich kann nur jedem empfehlen, ins Kino zu gehen und sich ihn anzusehen. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Die Hauptsache ist, glaube ich, sich überraschen zu lassen. Es war lustig. Ich musste lachen. Fantastische Performance und Sönke hat wieder einen rausgehauen, kann man nicht anders sagen. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Ist anstrengend, aber gut. Viele Interviews und jetzt dieser Erfolg war... Kann ich gut schlafen später. Das.